Einen schönen Nachmittag allen Algebraikerinnen und Algebraikern. Ich hoffe, ihr hört mich. Moment, ich nehme das Mikrofon. Das ist jetzt eine neue Version der Online-Übertragung. Wir machen das zwar per Zoom, aber mit dieser Tafel, die ihr nicht seht. Ihr werdet aber gleich merken, dass man da was sieht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon in anderen Vorlesungen gehabt habt. Professor Hauser, wir können Sie nicht. Hört ihr mich jetzt? Ja. Ah, okay. Das ist immer, muss gleich vorausschicken, die Technik ist hier etwas kompliziert, weil es hier mehrere Mikrofone gibt, mehrere Leitungen. Ich muss auch zwischen Bildschirm und Kamera hin und her schalten. Aber wir probieren es einmal. Habt ihr so eine Art von Vorlesung schon einmal erlebt? Oder ist das auch für euch neu? Ich mache meine zweite Vorlesung über Moduli immer an diesem Lightboard und ich hoffe, dass es damit ein bisschen lebendiger ist und dass ihr leichter dem Stoff folgen könnt. Gibt es von eurer Seite irgendwelche Fragen oder technische Sachen? Seht ihr mich gut? Hört ihr mich auch okay? Dann würden wir losschießen. Jetzt, die Sache ist die, ich habe am Dienstag etwas später noch die zweite Vorlesung. Und darum habe ich die Montagvorlesung jetzt auf Dienstag verlegt. Das gilt also diese Woche, nächste Woche und übernächste Woche. Und sobald wir dann wieder in Präsenz sein können, werden wir das wieder am Montag machen. Ich weiß, dass es am Dienstag kollidiert für einige von euch mit anderen Lehrveranstaltungen, aber es geht leider nicht anders. Und am Mittwoch haben wir die gewöhnliche Zeit von 11.30 Uhr bis 13 Uhr. Einige von euch haben ja schon die Proseminargruppe gestern online gehabt, beziehungsweise heute früh. Hat das funktioniert? War das wieder das gleiche System wie letztes Semester? Ich würde euch einladen, schickt mir ruhig per Mail Rückmeldungen, wie ihr das Ganze seht, wie wir das am besten online machen. Wir könnten natürlich auch wieder einfach mit dem Tablet arbeiten und ich schreibe darauf, aber ich hoffe, dass es so ein bisschen aktiver ist. Ihr könnt auch immer euer Mikrofon anschalten und Fragen stellen natürlich. Gell? Wir müssen da halt wieder zusammenarbeiten, wie wir es schon vom letzten Semester gewohnt sind. Für mich ist da doch eine Zusatzsache, die eigentlich recht spannend ist. Ich habe also vor mir, ihr könnt das einmal, wenn ihr dann wieder auf der Uni seid, könnt ihr euch das anschauen. Ich habe unten einen Monitor, wo ich mich selbst sehe und wo ich eure Namen sehe. Teilweise auch die Kamera haben, sehe ich auch die Gesichter. Und die Kamera ist aber drüber. Die ist dort, wo ich jetzt hinzeige. Und diese Kamera ist aber nur ein schwarzes Kästchen. Und man ist irgendwie nicht motiviert, dorthin zu schauen. Man schaut eher auf den Computer. Und das muss man erst lernen, nicht? Dass man immer genau dorthin schaut, wo ihr mich seht. Ja, ich denke jetzt oft an die Nachrichtensprecher im Fernsehen, die ja immer das Publikum so anschauen, als ob sie genau zu einem reden wollten. Ja? Aber ich schaue natürlich auf mein Skriptum, ich schaue da durch die Gegend, ich denke nach und schaue nicht immer euch in die Augen. Und offensichtlich ist der Augenkontakt doch sehr wichtig. Okay? Wir werden also das probieren. Ich habe auch eine sehr kleine Tafel hier nur. Das heißt, ich muss sehr oft löschen, aber ich hoffe, dass es doch etwas besser ist, als wenn ich nur am Tablet schreibe. Dann muss ich auch dann noch immer wieder wischen. Da gibt es eigene Maschinen und Staubsauger. Ziemlich kompliziert. Gut,
Dann gehen wir über zur Mathematik, würde ich sagen. Wir waren bei den Körperweiterungen normal und separabel. Normal möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber Erinnerung. K in L Körperweiterung. A in L algebraisch über K mit Minimalpolynom FA in KX. Ja, es gibt jetzt mehrere Definitionen von separabel. Einerseits betreffs des Elementes, andererseits betreffs der Erweiterung und andererseits auch betreffs eines Polynoms. A heißt separabel über K und jetzt lässt mein Stift schon langsam seinen Geist auf. FA hat, muss ich gerade aufpassen, dass ich da jetzt nichts Falsches sage, in K quer. K quer ist der algebraische Abschluss lauter verschiedene Nullstellen. Okay. Und K in L heißt algebraisch separabel. Genau dann. Ja, K in L algebraisch. Das ist aber automatisch aus der zweiten Bedingung ersichtlich. Und alle A in L separabel über K. So, und jetzt hätte ich mir, glaube ich, schon einen neuen Stift suchen müssen, der besser geht. Das ist immer das gleiche Problem, dass man das zuerst nicht weiß. Probieren wir mal den hier. Gut, dieses separabel habe ich da schon das letzte Mal, ich muss irgendwo durchschauen, wo ich auch sehe. Dieser Begriff separabel ist relativ heikel. Der ist in Charakteristik 0 ist er sowieso immer erfüllt, da muss man nicht dran denken. Aber es gibt ein Beispiel in Charakteristik P, wo Elemente nicht separabel sind. Und wir haben da schon das zentrale Beispiel gesehen. Also Bemerkung noch einmal, damit das gut eingeht. Separabel ist in Charakteristik 0 immer erfüllt. Der Stift geht auch nicht besser. Jetzt habe ich schon den dritten in Arbeit. Der ist auch schlecht. Tut mir leid, das ist immer sehr ein bisschen lästig hier. Schauen wir mal, ob der besser geht. Sie fangen gut an, die Stifte, und hören schnell auf. Ja, und in Charakteristik P größer 0 ist das Phänomen im folgenden Beispiel schon kristallisiert. Wir nehmen fp t hoch p in fp t. Ja, t ist eine Variable. Das heißt, was wir hier haben, ist einfach der Quotientenkörper. Na, jetzt geht es mir langsam auf die Nerven mit diesen Stiften. Tut mir leid, ich kann sie nicht durchprobieren, weil sie am Anfang immer gut gehen und dann hören sie auf. Der Quotientenkörper des Polynomiums in dieser Variablen t. Und t hoch p, das haben wir im Proseminar schon gesehen, das ist das gleiche, wie wenn man f, p, t nimmt und darin die Teilmenge aller Peten, hoppla, das ist nicht ein t, sondern das ist ein p natürlich hier. Jetzt muss ich noch was anderes probieren. Also, hoch p, ich erinnere daran, das sind die ft hoch p, f in fpt. Und das ist, wie ihr im Proseminar gesehen habt, ist das ein Körper und ein Unterkörper von fpt.
Und diese Erweiterung ist nicht separabel. Und das Element T, A gleich T, in FPT, ja, das ist eine rationale Funktion, weil es natürlich einfach ein Polynom ist, hat Minimalpolynom über dem kleinen Körper FPT hoch P. Ja, ich schreibe das jetzt einfach so hin, x hoch P minus T hoch P. Achtung, nachdem das T hoch P in diesem Körper hier drinnen ist, ist das wirklich in FPT adjungiert x. Entschuldigung, T hoch P. Okay. Und das ist aber da drinnen irreduzibel. Ja, warum ist das nicht separabel? Aber xp minus tp hat x gleich t als p-fache Nullstelle. Ja, wieso ist das so? In fptp quer. Achtung, wir gehen jetzt bei den Nullstellen über in eine Erweiterung, weil sonst würde es ja keine Nullstelle haben im kleinen Körper. Ja, nämlich, das ist nichts anderes. Hier hat man x minus t hoch p, aber diese Gleichheit, aufpassen, diese Gleichheit, die gilt nur über diesem größeren Körper, entweder über den algebraischen Abschluss oder über diesem Körper hier fpt. In FPT faktorisiert das. Also sollte man vielleicht schreiben, Faktorisierung ja, man muss also, das habe ich ja immer wieder gesagt, wenn man diese Teilbarkeit oder Faktorisierungen von Polynomen oder rationalen Funktionen betrachtet, muss man sehr aufpassen, wo man sie betrachtet, über welchen Körper. Ja? Das FPT hoch P darüber ist jetzt irreduzibel, aber in FPT, das ist ein größerer Körper, ist es reduzibel und hat natürlich T als P-fache Nullstelle. Okay? Darum ist das nicht separabel. Das ist ein Phänomen, mit dem man leben muss und das erschwert die ganze Theorie, wenn man in Charakteristik P arbeitet. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, das interessiert mich nicht, ich mache nur Charakteristik 0. Das ist auch ein Standpunkt. Aber wir brauchen das doch. Okay? Und diese Charakterisierung, dass A separabel über K hat lauter verschiedene Nullstellen, hier können wir noch eine Äquivalenz machen, nämlich, dass das Minimalpolynom F'A ist nicht identisch 0. Okay? Das Minimalpolynom ist in Kx. Ja? Das F'A in Kx. Ja, die Ableitung ist definiert, das ist bei Polynomen allgemein definiert. Und wir sehen hier herunten bei diesem Polynom hier, ja, beachte, wenn wir xp minus tp ableiten, Achtung, die Ableitung ist bezüglich x. Ableitung bezüglich x. Ja, müssen wir aufpassen, was ist die vorrangige Variable? Naja, das t hoch p ist eine Konstante, das geht unter der Ableitung auf 0 und dann erhalten wir also p mal x hoch p minus 1 minus 0. Ja, aber dieses p hier, das ist 0, Achtung, das ist 0 in fp. Okay? Und darum ist das identisch 0. Okay? Man muss aufpassen, wo man das P betrachtet. Hier ist das P eine ganze Zahl. Aber wenn ich es dran multipliziere an die Variable, dann arbeite ich, dieses P mal x hoch P minus 1 ist ein Element in FPX. Das heißt, wenn ich, sobald ich es multipliziere mit einem Element
von FP wird das 0. Okay. Das haben wir, glaube ich, auch im Pro-Seminar noch einmal erwähnt. Okay. Gibt es da noch Fragen dazu? Wie schaut es aus? Ist das so, diese Kommunikationsweise, passt das für euch? Es bringt jetzt nichts, wenn ihr mir es im Chat schreibt, weil ich dort nicht, also ich kann da schon zugreifen, aber das ist immer mühsam. Aber wenn ihr mir anschließend vielleicht ein Mail schreibt, dann freue ich mich erstens, wenn ich von euch Rückmeldung bekomme. Und zweitens weiß ich dann, ob das überhaupt Sinn macht. Es ist natürlich einfacher, wäre es einfach am Tablet von zu Hause aus zu machen. Gut. Okay. Und dann haben wir den folgenden Satz. Ja, also das ist ein Teil, den ihr einfach akzeptieren müsst. Diese Separabilität, da kann man nicht weiß Gott wie viel verstehen, das ist ein rechnerisches Phänomen in Charakteristik P, einfach akzeptieren. Okay. Ja, wir haben schon das hingeschrieben das letzte Mal. Übrigens, auch eine Frage, die mich interessiert, schreibt ihr während der Vorlesung jetzt mit oder tut ihr euch das nur anhören? Ja? Entsprechend werde ich nämlich auch das Tempo justieren. Vielleicht könnt ihr mir das auch melden. Sinnvoll wäre es natürlich, wenn ihr mitschreibt, obwohl die Vorlesungen aufgezeichnet werden. Ich schicke euch dann noch den Link, wo ihr das anschauen könnt. Das ist dann, das geht nicht automatisch über den Stream, weil das ein anderes System ist. Okay, also, wenn die Charakteristik von K gleich 0 ist, dann folgt jede Körpererweiterung K in L ist separabel. Achtung, hier betrachten wir von vornherein, das sollte ich vielleicht dazu schreiben, jede algebraische. Das ist immer eine Grundvoraussetzung, wir betrachten nur algebraische Körpererweiterungen. Und B, Charakteristik von K gleich P größer 0. Dann folgt, wenn K in L algebraische Körpererweiterung mit, ja, das Wesentliche ist, dass das P teilt nicht den Grad der Körpererweiterung, ist algebraisch, ist separabel. Und C, etwas, was ich nicht beweisen werde, aber doch erwähnen, jede algebraische Körpererweiterung eines endlichen oder perfekten Körpers, habe ich schon erwähnt, das letzte Mal, was das bedeutet, perfekten Körpers, ist separabel. Übrigens, ich habe euch vor der Vorlesung, damit die Wartezeit ein bisschen verkürzt wird, habe ich euch ein Video vorgespielt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Sportart kennt, das nennt sich Firngleiten oder kurz Fiegeln. Das geht nur im April und im Mai, wenn der Schnee ganz weich ist, man nennt den Sulzig. Und dann nimmt man nur so kurze Ski und nachdem der Schnee so weich ist, gibt er leicht nach und man rutscht einfach den Hang herunter. Das macht man gerne an der Nordkette über Innsbruck. Also das Video ist dort gedreht. Dort sind die Hänge sehr steil und dort kann man herunterrutschen. Und wenn dann viele Leute hier herunterrutschen, erstens ist es sehr lustig und zweitens entstehen Kanäle, weil natürlich immer in der gleichen Spur das immer mehr ausgefahren wird. Und dann fährt man in diesen Kanälen den Hang herunter. Eine sehr unterhaltsame Sportart. Vollkommen ungefährlich. Das Einzige, was zu bedenken ist, dass man gut angezogen sein muss, weil man ziemlich nass wird, weil man natürlich ständig stürzt. Okay, jetzt das Wischen ist immer ein bisschen aufwendiger, da könnt ihr in der Zwischenzeit ein bisschen noch reflektieren, was wir gemacht haben. Probiert also mal, ob das auch so geht. Ja, das ist vielleicht fast besser. Das ist unser berühmter Staubsauger.
Das ist eine Maschine, die auch gleichzeitig. Ja, das ist so ein Feuchtigkeitsstaubsauger. Macht einen Höllenlärm, aber funktioniert ganz gut. Okay. Gut, das wollen wir beweisen. Naja, das ist in Charakteristik k gleich 0, wenn f aus kx ist und nicht konstant. Ja, hier würden wir das Minimalpolynom uns denken, dann folgt, dass das f' in kx, f' ist nicht identisch 0. Jedes nicht konstante Polynom hat eine Ableitung gleich 0 und der Grad von f' ist echt kleiner dem Grad von f, nämlich 1 kleiner. Und das war schon eine Charakterisierung von Separabel. K in L Separabel. Beim B geht ähnlich. Hier hat man jetzt Charakteristik K gleich B. Jetzt brauchen wir eine Eigenschaft, die ganz lustig ist, sei f in kx, dann gilt, und das überlasse ich im Proseminar, dann gilt das Folgende, die Ableitung ist identisch 0, genau dann, wenn das f ein Polynom ist in x hoch p, das heißt in kx hoch p liegt. Das heißt, die Potenzen, die in f auftauchen, sind alles Beta-Potenzen oder Vielfache davon. Okay. Das ist nicht sehr schwer zu zeigen. Die eine Richtung ist klar, wenn f nur aus Beta-Potenzen besteht, dann ist natürlich die Ableitung 0, weil das p beim Ableiten nach vorne kommt und alles zu 0 macht. Okay. Ja. Weil daraus folgt ist, wenn f' gleich 0 ist, dann ist der Grad von f durch p teilbar. Dann teilt p den Grad von f, klarerweise. Ja. Ja, jetzt sind wir schon fast fertig. Sei a in kx mit Minimalpolynom fa. Aber was schreibe ich denn da? Sorry, das ist natürlich ein L. Ich muss da ein bisschen aufpassen, das ist dem Löschen ist das ein bisschen lästig, weil ich kann nicht einfach so drüber gehen. Weil wenn das nass ist, dann funktioniert das nicht. So. A in L mit Minimalpolynom F A in Kx. Ja, dann wissen wir. Dann gilt. Naja, der Grad von FA ist ja gerade der Grad der Körperweiterung KA über K. Und dieser Grad teilt L über K. Okay. Na, jetzt sind wir aber fertig. Wenn jetzt das P das L über K nicht teilt, also P teilt nicht L über K, den Grad der Körperweiterung, folgt, dass F Grad nicht durch P teilbar hat. F' nicht identisch 0. Okay. Und das C ist aufwendiger. Das machen wir hier nicht. Ich habe da ein Zitat. Zum Beispiel steht das bei Lang, Cola 612, P
Seite 252. Okay? Gut. Noch ein kleiner Satz. Zu Weihnachten wünsche ich mir dann noch eine zweite solche Tafel. Dann wäre das überhaupt wunderbar. Und das, was noch gut wäre, wenn man natürlich das anders wischen könnte. Aber sonst geht das eigentlich schon super gut. Das hat übrigens Michael Eichmeier hat dieses Lightboard konzipiert und dann bauen lassen. Das ist also von einem Tischler gebaut, eine Glasplatte, ganz harmlose Glasplatte. Mit der Kamera gegenüber. Und wie ihr schon gemerkt habt, schreibe ich nicht spiegelverkehrt. Sondern bei der Übertragung wird das Bild einfach gespiegelt. Ja, ihr seht also mich auch seitenverkehrt, was euch wahrscheinlich noch nicht aufgefallen ist. Gut, nächster Satz. Wie schauen wir denn zeitmäßig aus? Ah, das geht ja noch locker. Auch ganz einfach über Zwischenkörper. Sei K in L separable. Körperweiterung. Und K in L Strich in L ein Zwischenkörper. Dann ist L' schon über K separabel. Dann sind K in L' und L' in L jeweils separable Körperweiterungen. Beweis. Ah. Wir machen da zwei Sachen zu zeigen, A in L mit Minimalpolynom FA über K und GA über L Strich. Achtung, das Minimal K ist kleiner als L Strich, das heißt das FA ist über K irreduzibel, könnte aber über L' in Faktoren zerfallen. Und folglich könnte das GA dann einen kleineren Grad haben, weil das muss ja wieder irreduzibel sein. Was man aber dann weiß, dass das GA ein Teiler von FA ist, dann wird FA durch GA geteilt. Und das FA hat aber lauter verschiedene Nullstellen und FA hat in K quer lauter verschiedene Nullstellen, also ist das auch für GA der Fall. Damit ist L' über L separabel. Das war die eine Sache. Und die andere Sache geht ähnlich. Naja, K in L' ist separabel. Ich erinnere, das ist genau dann der Fall, wenn jedes Element von L' über K separabel ist. Aber jedes Element von L' ist auch ein Element von L. Folgt? Denn, Entschuldigung. Separabel. Denn jedes A in L' liegt in L und ist damit separabel über K.
Gut, das war das. Jetzt war das aber nur der Anlauf für den ersten schwierigen Satz in dieser Theorie. Da muss ich jetzt, wie ich beide darf, und zwar der Satz vom primitiven Element. Der Satz vom primitiven Element ist ein unglaublicher Satz eigentlich, der nämlich interessanterweise, obwohl er algebraisch formuliert ist, geometrische Bedeutung hat. Und diese geometrische Bedeutung, kann ich da schon löschen hoffentlich, diese geometrische Bedeutung ist etwas, was eigentlich alle von uns schon einmal beobachtet haben, ohne sich klar zu werden, dass da ein mathematischer Satz dahinter steckt. Und das möchte ich jetzt kurz skizzieren. Ich schreibe vielleicht mal den Satz noch hin. Ich werde ihn heute, naja, wir haben noch eine Viertelstunde, es ist jetzt ein bisschen ungünstig, mit dem Beweis noch anzufangen. Vielleicht erzähle ich euch eher eine Geschichte dazu. Schreiben wir mal den Satz hin und dann sehen wir weiter. So, jetzt ist mein Stift, mein guter Stift abhanden gekommen. Ich glaube, das ist der. Also, Satz vom primitiven Element. So. Damit ist dieser Stift auch jetzt erledigt. Bin ich schon bei Nummer 5. Satz vom primitiven Element lautet wie folgt. Sei K in L eine separable endliche Körperweiterung, also endlich heißt das L über K, und ich erinnere an der Grad, das war die Dimension von L als Vektorraum über K, endlich ist, wenn wir also eine separable und endliche Körpererweiterung haben, insbesondere wenn wir in Charakteristik 0 sind und eine endliche Körpererweiterung haben, okay, mit, naja, endliche Körpererweiterung, da können wir unser Erzeuger wählen, mit L gleich K A1 bis AN, wobei AI in L algebraisch über K sind. Ja, wenn wir eine Körperweiterung so schreiben, dann ist die Aussage des Satzes vom primitiven Element ist, dass dann schon das L durch ein Element erweitert von K werden kann. Also dann existiert, ich habe es glaube ich schon einmal erwähnt, existiert C in L, und dieses existiert ist zwar nicht konstruktiv, aber es gibt sehr viele, existiert C in L mit L gleich KC. Okay. Schaut unscheinbar aus, ja. Ist aber ein zentrales Resultat. Ich gebe euch noch die Seite an den Janssen Schwärmer, steht das, ist das Satz 5, 5, 11, Seite 122. Ihr werdet sehen, wenn ihr in Algebra-Bücher hineinschaut, da steht viel mehr über separable Körperweiterungen. Da wird der Separabilitätsgrad definiert, da werden zig Aussagen gemacht. Wir machen hier nur das Minimale, um überhaupt über Galois-Theorie sprechen zu können und die Hauptsätze der Galois-Theorie zu beweisen. Man könnte das wesentlich ausbauen, machen wir aber hier nicht. Okay. Und eine Bemerkung hier.
Wenn K unendlicher Körper ist, so kann man für C eine K-Linearkombination C gleich, wie nenne ich die Koeffizienten, vielleicht Lambda I AI, I gleich 1 bis N, Lambda I in K wählen. Und sogar fast jede. Sogar fast jede. Und was fast jede heißt, möchte ich jetzt einmal noch nicht präzisieren. Das kommt aber im Beweis dann sowieso heraus. Okay? Gut, jetzt ist die Frage, beginne ich mit dem Halbbeweis und mache ihn zur Hälfte. Wir haben noch 10 Minuten. Das macht eigentlich nicht viel Sinn. Vielleicht die nächste Bemerkung. A, B. Wenn K endlich ist, dann ist die Aussage klar. Dann ist L endlicher Körper. Ja, weil es eine endliche Erweiterung ist. Und wenn es ein endlicher Körper ist, dann ist L Stern gleich C zyklisch. Zyklische Gruppe. Für einen Erzeuger C von L Stern. Okay. Und wenn aber das Erzeugnis von C schon L Stern ist, dann folgt klarerweise, dass das L selbst, ja, wenn wir dann überhaupt alle rationalen Funktionen in C nehmen, dass das schon so erhalten wird. Jetzt muss ich ein bisschen die Zeit überbrücken, weil ich den Beweis nicht anfangen möchte. Also machen wir vielleicht ein Beispiel. Wir nehmen K gleich Q, Charakteristik 0, und für L nehmen wir vielleicht 2 Elemente dazu, etwa die Wurzel 2 und i. Hier nehmen wir die dritte Wurzel aus 2. Die dritte Wurzel aus 2 hat natürlich mit Minimalpolynomen x der dritten minus 2 beziehungsweise x Quadrat plus 1 in Qx. Jetzt erhalten wir hier eine Körperweiterung vom Grad, die ist endlich, vom Grad 6, Entschuldigung, L über K ist 6. Ja, das sieht man, hier ist der Grad 3, hier ist der Grad 2. Und die Frage ist, kann man das auch nur ein Element dazu nehmen? Ja, nachdem wir hier über meinen unendlichen Körper K gleich Q sind, laut dieser Bemerkung hier, müsste es genügen, eine Linearkombination zu nehmen, eine Linearkombination dieser beiden Elemente zu nehmen. Wähle C gleich, jetzt nenne ich das vielleicht Alpha, Alpha mal dritte Wurzel 2 plus Beta I in L, Alpha Beta in Q. Und jetzt ist die Behauptung, dass dann gilt für alle Alpha Beta in Q. Ja, ich schreibe jetzt genau hin, welche man nur nehmen kann. Die Aussage ist, es gibt ein Polynom mit zwei Variablen. Das nennen wir vielleicht R.
Herr von, ja, nennen wir es XY. Da wird er was anderes schreiben, schreiben wir da und. Und RXY in QXY. Dieses Polynom werden wir im Beweis dann ausrechnen, zumindest angeben, wie es ausschaut. Dann gilt für alle und für, da schreiben wir vielleicht hinein, ein geeignetes R, sodass, hier hat man eine Bedingung, sodass R von Alpha Beta ungleich 0 ist. Ja. Man muss also bei den Alpha Betas die herausnehmen, die eine gewisse polynomiale Gleichung erfüllen. Ja. Bereits L gleich Q adjungiert C gleich Q adjungiert Alpha dritte Wurzel 2 plus Beta i. Na, was man dann hier sofort schließen kann, erstens hat man hier jetzt ein Element, das ist praktischer zum Rechnen. Das ist natürlich dann isomorph. Ja, nachdem wir nur ein Element adjungieren, ist das nichts anderes als Q adjungiert x modulo das Minimalpolynom von Fc. Ja, das hier ist c. Und das davon erzeugte Ideal. Okay. Und das, darin kann man gut rechnen. Ja, das ist einfach mit euklidischer Division zu rechnen. Und das Fc ist das Minimalpolynom von C über Q. Und wir wissen auch schon, welchen Grad es hat. Der Grad dieses Minimalpolynoms muss genau der Grad der Körpererweiterung sein. Und das ist 6. Grad von Fc gleich 6. Gut. Jetzt wollte ich eigentlich noch ein Bild zeichnen. Ich tue da die Bemerkungen noch weglöschen. Ich werde das morgen noch einmal auf das Bild, das ich jetzt zeichne, zurückkommen. Aber jetzt schon einmal. Einmal zumindest zeichnen. Ein geometrischer Sachverhalt, der hier dahinter steckt und der vielleicht a priori nicht ganz klar ersichtlich ist, dass der damit zu tun hat, ist das folgende. Wir zeichnen eine Fläche im R3. Und wenn wir eine Fläche im R3 zeichnen, ich muss da gerade ein bisschen putzen, weil ich sonst den Saustall zusammenbringe, dann zeichnet man die wie folgt. Ich schreibe da ein Stichwort dahin. Noether Normalisierungslemma. Das ist ein Resultat der kommutativen Algebra bzw. der algebraischen Geometrie, das unglaublich ist in meinen Augen. Ich habe das lange nicht verstanden. Und wie ich es dann verstanden habe, habe ich mich sehr gewundert, warum ich es nicht verstanden habe. Wir nehmen den Doppelkegel. Oder wir nehmen die Sphäre. Alles reell im R3, oder wir nehmen den Zylinder, oder wir nehmen, ihr könnt auf meiner Webseite, gibt es ja hunderte von solchen Bildern, das sind reelle Flächen. Und was wir beobachten ist, dass das, was wir zeichnen, wir können natürlich nicht im R3 zeichnen, die sind im R3, aber zeichnen tun wir sie im R2. Im
im R2, also genauer ihre Projektion. Ich sage jetzt nicht, was das mit Algebra zu tun hat. Und was wir feststellen bei dieser Projektion ist, dass in der wirklichen Fläche immer nur endlich viele Punkte darüber liegen. Also wenn wir hier einen Punkt auswählen in unserer Ebene, dann auf der wirklichen Fläche entsprechen dem zwei Punkte. Ja? Hier am Rand wäre es sogar nur einer. Hier haben wir wieder zwei Punkte. Es könnten auch drei sein, ich habe jetzt gar kein Bild. Hier haben wir auch zwei Punkte drüber. Aber auf alle Fälle endlich viele Punkte. Das heißt, die Urbilder von Punkten der Projektion, wir haben also Pi von x im R3, wird abgebildet auf y im R2, die Projektion. Und wir stellen fest, dass das Pi hoch minus 1 von y ist endlich. Ja? In diesen Projektionen aufpassen, wir könnten den Zylinder, könnten wir auch ungünstig, auch den Doppelkegel könnten wir ungünstig projizieren. Wenn wir den Zylinder so zeichnen, als ob wir von oben drauf schauen, was niemand tut, ja, dann wäre diese Eigenschaft nicht gegeben. Und das Noether-Normalisierungslemma sagt einfach, es existieren immer Projektionen, sodass die Urbilder von Punkten endlich sind. Und das hat sehr mit dem Satz vom primitiven Element zu tun. Der Beweis ist nämlich ähnlich. Das ist natürlich nur noch eine viel stärkere Aussage. Gut, morgen machen wir den Beweis vom Satz vom primitiven Element. Ist ein bisschen kompliziert und nicht technisch, aber schwieriger. Und dann gehen wir über zur eigentlichen Galois-Theorie. Gut, ich hoffe, das hat so gepasst für heute mit dem Lightboard. Falls ihr findet, dass wir mit dem weitermachen sollten, schreibt mir bitte. Falls ihr aber doch lieber am Tablet die Vorlesung haben wollt, dann meldet das bitte auch. Pro-Seminar ist morgen, aber dann über Tablets wie gewohnt, wie wir es im letzten Semester auch gehabt haben. Die Kreuzerliste ist leider noch nicht fertig, weil das beim Moodle ein bisschen schwieriger einzustellen ist. Darum machen wir morgen im Pro-Seminar freiwilligen Meldungen. Ja, oder ich rufe ein bisschen auf, damit jeder ein bisschen drankommt. Okay? Gut, danke für eure Teilnahme. Schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.